Hi, willkommen bei DGV. Ich bin's euer Doomsday. Willkommen zu meiner zweiten Session zur Call of Duty Black Ops Cold War. Wir sind letztens hier stehen geblieben im Besprechungsraum. Und ich möchte jetzt erstmal mit den Leuten hier reden, mit denen ich reden kann. Und mal gucken, was ich zu sagen habe. Anscheinend kann ich auch erstmal nur mit ihm hier reden. Versuchen wir's mal. Alles okay? Glaubst du, wir schaffen es, den KGB zu infiltrieren? Also ich bin die richtige Person für diese Mission. Machen wir das. Ist nicht die erste Agentur einer Regierung, in die ich einbreche. Die besten sind schwer zu knacken. Aber es gibt immer Schwachstellen. Die Schwachstelle des KGB ist sein zu großes Vertrauen in einen der ihren. Also bin ich die richtige Person für diese Mission? Wie gut kennst du Belikov? Ich muss einfach fragen, woher kommt diese Narbe? Das ist eine gute Frage. Immer, wie gut kennst du Belikov? Gar nicht. Er gehört nicht zu mir. Wenn dir je ein Einsatz auf den Leib geschrieben stand, dann dieser. Überlass mir das Reden. Beschaff du die Namen. Wieso fragst du? Nur so, ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast keine Bedenken, ist das wahr? Ich würde es dir sonst nicht verraten. Woher kommt diese Narbe? Narbe? Diese hier? Fällt sie auf? Jeder lässt sich in der Jugend mal mit den falschen Leuten ein. Ich gebe zu, ich hatte ein besonders glückliches Händchen. Sie war es nicht wert. Glaub mir. Okay. Ja, dann weiß ich, ob wir mit den anderen noch reden können. Ja, mit denen können wir auch reden. Willst du mich davon überzeugen, dass du diese Operation leiten solltest? Mein Dienste sprechen für sich. Jahre im aktiven Einsatz und im Geheimdienst. Ich bin ein wichtiger Teil dieses Teams und wir sind die Besten der Besten. Ich würde gerne die Gründe für deine Bedenken erfahren. Um es auf den Punkt zu bringen, du bist ungeeignet für diesen Einsatz. Hoffentlich beweist du, dass ich mich zu 110% irre. Wie gut kennst du diesen Belikov? Diese Info ist streng geheim. Und wie ich das sehe, gibt es nicht den geringsten Grund, sie dir zu geben. Das ist du sollst Kontakt aufnehmen und dich an Adler halten. Kann uns Belikov nicht einfach die Namen besorgen? Werden wir falsche Identitäten annehmen? Wir haben keine Zeit, die zu fabrizieren. Belikov besorgt Uniformen. Danach müsst ihr improvisieren. Aus strategischer Sicht grenzt das an Wahnsinn. Also genau die Art von Arbeit, für die wir auf Adler vertrauen. Kann uns Belikov nicht einfach die Namen negativ besorgen? Negativ. Wenn er in der geheimsten KGB-Datenbank rumschnüffelt, fliegt er auf und jahrelange Arbeit ist ruiniert. Er lässt euch rein, aber er wird die Namensliste nicht anrühren. Aber was mit mir? Du bist entweder treu an Adlers Seite oder Kanonenfutter. Ein exzellenter Vorschlag. Okay. Komm, lass uns jetzt mal die nächste Mission angehen. Wir müssen das Spiel nicht unnötig noch strecken, obwohl es schon sowieso nicht so lange geht. Nächste Mission. Verzweifelte Maßnahmen. Russell, Adler und Doom infiltrieren mit Hilfe des Sicherheitschefs Dmitri Belikov die Lubjanka in Moskau. Sie hoffen so, an strenge geheime Informationen des KGB über die Identität von Schläferagenten zu gelangen, die Perseus in den Ruinen am Yamatau gefunden hat. Na dann, Mission starten. Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sims, hol Belikov an den Apparat. Verzweifelte Maßnahmen. Dmitri Belikov, Sicherheitschef KGB. Hallo, Belikov na Trufke. Als sichere Verbindung aufbauen.
Kleidung ist nicht sicher, bist du dran? Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Nein, es gibt ein Problem. Sie vermuten einen Maulwurf und die Sicherheit wurde erhöht. Ich kümmere mich um alles, vertrau mir. Oder nehmen wir das. Ein Problem gibt es immer. Löse es. Es könnte schwierig werden, einen Bunkerschlüssel zu besorgen. Das könnte meine Position verraten. Ich werde einen Bunkerschlüssel für dich besorgen. Ich habe dein Team noch nie enttäuscht. Noch nicht. Ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ostberlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Lubjanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Definitiv, das ist der uns verraten hatte in der vorletzten Mission, glaube ich. Ich kümmere mich darum. Guter Mann, jetzt weiß ich, warum Hudson so große Stücke auf dich hält. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. Verschlüsselten Anruf beenden. Genosse Belikov, Sie werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. An Besprechung teilnehmen. Mach mal. Kannst du fotografieren? Nein. Hätte ja sein können. Sie werden morgen wiederkommen müssen. Aber ich bin stundenlang gefahren. Das ist nicht unser Problem. Ich weiß, aber wenn Sie mir nur eine Minute zuhören würden... Bürger, wir können nicht einfach... Ich sollte heute Morgen hier sein. Es hieß, es sei dringend. Ich komme aus Gorki und bin die Nacht durchgefahren. Kennen Sie die Strecke? Bürger, es liegt nicht an uns. Wirklich? Und was geschieht, wenn ich den Inhalt dieses Aktenkoffers nicht überbringe? Was geschieht dann? Woher soll ich das wissen? Sie sollten jetzt gehen. Nein, ich will mit Ihrem Vorgesetzten reden. Zwingen Sie uns nicht, Sie gewaltsam zu entfernen. Das ist unerhört. Mir wurde gesagt, dass ich das persönlich überbringen soll. Heute wird niemand ins Gebäude gelassen. Befehl von oben. Ich muss eine Zeichensprache. Na gut, dann gehen wir mal zur Besprechung. Ist der General schon vorbeigekommen? Optisch, das Spiel schon echt sehr, sehr gut aus. Kann man nicht meckern. Genosse Belikov, setzen Sie sich. Bin Generalsekretär dabei. Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakajew. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle Ihre noblen Ansichten. Genosse Belikov, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Kravchenkos Verhörer haben keine lebenden Verdächtigen übrig gelassen. Tut mir leid, aber die Spur ist kalt. Ich habe in der Tat eine gute Spur. Oh, das. Ich bin nicht sehr geduldig, Belikov. Oder besonders mitfühlend. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakajew, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen.
Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikov? Beginnen. Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Man hat schon viele Auswahlmöglichkeiten, ne? Sie sollten Ihrem zuverlässigsten Mann einen Bunkerschlüssel anvertrauen. Zeige von ich sollten einen Bunkerschlüssel behalten. Ich denke nur, ein General sollte einen Bunkerschlüssel haben, Genosse. Genosse Belikov, Entschuldigung. Auch Ihr Bunkerzugang wurde aufgehoben. Sind wir lieber vorsichtig, was? Minister Gorbatschow, ich halte es für das Beste, wenn General Charkow momentan den einzigen Bunkerschlüssel hat. Nun gut, kümmern Sie sich. Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikov, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben, steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikov, Sie können gehen. Ich glaube, der traut mir nicht wirklich, ja? So wie der schon guckt. Interessant. Cool gemacht. KGB-Karte. Nutze die KGB-Karte, um verschiedene Wege zu erkunden, an denen ein Bunkerschlüssel zu kommen. Die KGB-Karte wird dabei laufend mit nützlichen Informationen aktualisiert. Öffne zunächst die Karte und suche den Überwachungsraum. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Ja, cool gemacht. Das ist total untypisch für Call of Duty, oder? Mal ehrlich, Call of Duty war doch immer nur bekannt für Krachbumm-Action-Hollywood-Reife. Aber das Spiel hier geht mal komplett neue Wege. Gefällt mir. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Genosse? Bestimmte Handlungen und Orte sind verdächtig. Achte darauf, wer in der Nähe ist, wenn du gesperrte Bereiche betrittst. Schlösser knackst, Feinde tötest oder Leichen transportierst. Der Bereich ist abgesperrt. Genosse, wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Kann ich auch irgendwie ausschalten? Ach hier. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Kommt mir vor wie Hitman hier. Ups. War nicht geplant. Kamera ausschalten. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Ach, leider ist Charkow nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Also wir haben jetzt im Prinzip 4 Auswahlmöglichkeiten. Was auf den Enden? Der Informant der Adler in Ostberlin. Oh. Das werde ich erstmal als erstes machen. Den Informanten killen, der uns verraten hat. Da hinten. Um den kümmere ich mich mal zuerst. Was ist hier drin? Oh. Oh, sind Sie wegen meines Auftrags hier? Oh, Glück gehabt, ja. Zigarre. Der Wachmann der Waffenkammer mag kubanische Zigarren. Vielleicht kann ich ihn bestechen. Okay. Richterakte. Bericht, günstige Quelle hat die Identität einiger Ostberliner aufgedeckt, die als Quelle für die CIA arbeiten. Verbündeter, das wird jetzt potenziell geeignet für Ziel des Treffens. Der Informant sucht Unterschlupf. Findet er heraus, welche Informationen er noch preiszugeben hat,
und weise ihn dann einen Trupp in zu. Okay. Draußen laufen auf jeden Fall Leute rum. So, dann wird es Zeit für deinen Ruhestand. Adler wird erfreut sein. Jetzt zu diesem Bunkerschlüssel. Tu mal in den Schrank. Ein Doppelagent zu sein ist nicht leicht, ha? So. Dann, wir haben jetzt die Zigarre. Wollen wir die Zigarre nehmen oder wollen wir. Ach komm, wir gehen mal hier runter. Da lang. Ja. Bin ich denn? Da lang muss ich. Ein Kontrollpunkt vorbei. Einen Moment. Entschuldigung. Ja. Darf ich hier durch? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Bunkerschlüssel zu aufmachen. Okay. Wait, was? Hier brauche ich den Bunkerschlüssel. Okay, da muss ich erst einmal. Dann gehen wir mal. Kann ich. Guck mal hier oben hingucken. Ups. Ja, wait, warte mal. Oh. Ich habe jetzt total falsch geguckt. Hier muss ich hin. Reden. Genosse Belikov, wir haben da drin einen Dissidenten, Pyotr Ivanov. Tscharkov will mit ihm sprechen. Was wissen Sie über den Gefangenen? Soweit ich weiß, hat er mit dem Feind zusammengearbeitet. Er wird schon bald verschwinden. Tscharkov sollte bald ankommen. Ich werde den Raum inspizieren. Ja, Genosse. Ich habe den Raum schon gesichert. Aber gehen Sie ruhig rein. So. Wollen wir mal verhören den Jungen, was er bei uns noch sagen kann. Wer auch immer Sie sind, ich sage gar nichts. Hör zu, wir haben nicht viel Zeit und ich brauche deine Hilfe. Du wirst hier sterben, aber vorher könntest du dich rächen. Machen wir das. Hilfe? Sie wollen meine Hilfe? Das können Sie vergessen. Ich habe Informationen, die dich interessieren werden. Er scheint mir keine große Hilfe im Moment zu sein. Ivanov will nicht kooperieren. Nicht. Ich sollte im Archiv nach belastendem Material suchen. Okay. Tür zu. Das Archiv ist bestimmt oben rechts das, gell? Ah ja, Archiv. Da ist Archiv. Ich kann Ihnen keine Markierung mehr setzen. Jetzt. Okay. Gehen wir mal ins Archiv. Muss man einen Eingang finden hier. Ja.
natürlich jetzt blöd. Gibt's einen anderen Eingang? Nicht wirklich. Kann ich mich um den hier kümmern? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche jetzt unsere zur Waffenkammer. Tut mir leid, Genosse Belikov, aber Sakajew hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Sie brauchen die Erlaubnis der Kommandozentrale. Überreden. Sie wissen, Sie können mir vertrauen. Tun Sie mir einen kleinen Gefallen und lassen Sie mich rein. Tut mir leid, aber das geht nicht. Sakajew würde mich aufknüpfen. Keine Zeit für Bürokratie. Ich verfolge eine Spur. Wie wichtig ist es, diese Spur zu verfolgen? Wichtig genug, dass es sich für jeden lohnt, der mir hilft. Eine Zigarre würde mich ablenken. Habe ich. Ich bin sicher, dass Sie in einem der Büros fündig werden. Ich habe was gesehen. Hervorragend, aber ich weiß von nichts. Schönen Tag. Dankeschön. Da. Was kann ich hier jetzt machen? Hier ist was. Schlüssel. In der Dateneingabe könnte ich diese Blanko-Schlüsselkarte als Bunkerschlüssel programmieren. Gut, da weiß ich doch, wo ich jetzt hin muss. Und zwar hier hin. Da bin ich. Also gleich hier. Dazu. Das ist jetzt aber blöd, dass da einer drin ist. Kriegt der das mit, wenn ich das knacke? Hier ist niemand. So, wollen wir den mal beseitigen? Er hätte ja durch den Schacht gegeben. Wow. Natürlich hätte es auch einen Schacht gegeben. Beweisstück. Für Zirkus oder was? Hey, ich habe alle für den runden Zirkus. Schlüssel umprogrammieren. Das ist ja einfach. Ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Triff dich mit Adler. Da wollen wir nicht rein. Wollen wir mal Adler reinlassen? Ich denke mal, gleich geht die Action wieder los. Kann ich Ihnen helfen, Genosse? Das Tor aufmachen, Sicherheitsinspektion. Warten. Neo Mexico.
Sieht weit aus wie der Gulag hier. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Was? L1 drücken und anfunken. Hier, Belikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Können wir schon mal aufmachen? Oh, ich glaube, das war zu früh, ja? Ich weiß, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Ah, okay. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Tam. Janoschone, zaprdiu und weg. Нету никакого оправдания тоа. Не капитенсна си. У нас е сочен строги протоколе. Што ви е то предотврати? Понятно? Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Mach ich. Hier, Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Ich folge dir. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Wie ein Russe sieht Adler aber nun gar nicht aus. Echt interessante Mission. Sehr untypisch. Товарищ, можешь пустить нас? Ладно. Wie einfach das ist, ins KGB zu kommen. Keine Metalldetektoren für uns, wir gehen außen rum. Ja, mit Waffen ist dumm, da durchzugehen. Куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Wir haben Ausrichtung. Вы должны пройти досмотр. Hat ja Folge. Es gibt Ärger. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Вайтон мне одном койдемости. Тачи нам проти. Понимаете, это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. А что ты за? Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. А он знал, что говорит. Поставите, Беликов. По-моему, здесь нет. Пойдем. А в окна.
uns runter. Oh. Okay. Novelita. Когда вы прибыли? Nur heute. Ah, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Собой. Какое совпадение? Я как раз на днём на прием. Обязательно передам ему привет от вас. Vor solchen Arschlöchern müssen wir uns hüten. Ah, der ist nicht dumm, der Junge. Ausrüsten. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. Jetzt geht's rund. Das an die Seiten lehnen, das fehlt mir ein bisschen bei dem Spiel. Zoomt aber auch nah ran, ey. Ja, wie geil! Ich gucke! Auch noch irgendwas zum Einsammeln, ja. Ich hab nicht mehr Zeit, dich hier umzugucken, ey. Schnell, platziere das Gas. Ist oben. Hä? Da, lol. Gut, gehen wir zum Tresor. Mach ich.
können wir hier über viel Zeug sammeln, ey. Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Das ist die Liste, Ben. Kopier sie auf eine Diskette. Schläfer. Auf Diskette kopieren. Diskette, ja, das ist doch also 80er Jahre, ne? Wollte ich sagen, wir hatten noch Disketten, aber spielt er in den 80ern. Dann kommen wir 10%. Wo holen sie die ganzen Leute eigentlich her? Teilchenlampen im Dunkeln, das kriege ich gar nicht auf. Da könnte es rausgehen. Ihr seid umstellt. Willkommen, eure Kameraden. Belikov. Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lasst die Waffen fallen und ergebt euch. Sonst stirbt er. Danke, meine Freunde. Wie ist die Lage da oben? Sie sind alarmiert, riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Bei den Versuchen, die sie haben, sind schwere Waffen. Wir
Muss ich auch Masken auf, ne? Schönes hier. Nö. Oh. Baggernaut-Anzug. Jetzt nach oben. Lazar, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof und wir bringen Belikov mit. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf den Hof zu. Macht die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Ich würde schon sagen, ihr macht das schon, aber anscheinend muss ich doch mitbauen. Alter Schwede. Wurde auch Zeit. 2 Tage später. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau einen Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Können wir jetzt, da wir die Beweise haben, für den Zirkus machen? Sobald wir wieder im Hauptquartier sind. Das ist es. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba.
Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Dann kommt jetzt schon das Finale, oder? Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe dir meine sicher wie scheiße Garantie, Hudson. Hast du kurz Zeit? Sehe die nächste Mission an der Beweistafel aus. Ich müsste eben mal kurz etwas mit dir besprechen. Sind Sie verfügbar? Unter vier Augen. Bereit? Reden wir. Siehst du aus? Ja. Ich will hören, was die beiden zu reden haben. Wie rostig ist dein Spanisch? In Spanien falle ich nicht auf. In Havanna allerdings entscheiden sie mich, sobald ich nur den Mund aufmache. Hey, ich will mithören. Gibt's eine Möglichkeit dazu zu hören? Nee, wa? Es gibt jetzt viel mehr verschlüsselte Nachrichten. Eine riesige Militärbasis. Na dann, schauen wir uns mal den Zirkus an. Wir haben jetzt die Beweise. Reise mit Hintergedanken. Sims, die leidende Agentin, tote Briefkasten benutzt, um Informationen mit dem KGB auszutauschen. Der MI6 glaubt, dass es sich bei der Armbanduhr von KGB um ein kodiertes Liste aktueller Briefkästen handelt. Versuch sie zu entschlüsseln. Die leitenden Agenten haben tote Briefkästen benutzt, um Informationen mit dem KGB auszutauschen. Der MI6 glaubt, dass die Uhr, die wir beim KGB geborgen haben, eine kodierte Liste aktueller Infos enthält. Versuch sie zu entschlüsseln. Klingt wie ein Bericht an Moskau über die Aktivitäten der leitenden Agenten. Das dürfte die Liste der Verdächtigen eingrenzen. Der letzte Bericht der bärtigen Dame weist auf eine baldige Abstimmung im Parlament hin. Er glaubt, sein Einfluss reicht aus, um andere auf seine Seite zu bringen. Der starke Mann befürchtet, überwacht zu werden. Der KGB soll etwas dagegen unternehmen. Der Jongleur fürchtet, die nächste Wahl zu verlieren. Sie empfiehlt aktive Maßnahmen gegen ihre Konkurrenten. Das Rechnungsbuch aus Kraus' Wohnung könnte Hinweise auf die Identitäten der leitenden Agenten enthalten. Kraus war wohl ein Mittelsmann, der sie mit Geld versorgte. Okay, das... Ja, das ist jetzt aber auch, gell? Auf jeden Fall ist eine Frau dabei. Das habe ich schon rausgefunden. Ich probier's einfach mal. Wird zwar eh falsch sein. Okay. Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnik in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir setzen unsere Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch ab. Stürzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. Thank you.
Sputnik ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen Versteck. Okay, wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereits in Zustellung. Wir brauchen nur eine Adresse. Los, markiert den Funkturm für uns. Koordinaten sind unterwegs. Roger, der Scheck ist in der Post. Action! Also 12 Minuten Zeit. Ist schlecht. Boah, ich habe auch noch richtige Sniper. Hätte mal eher gewusst. Nicht kaputt. Wo wollten er hin? Das ist übrigens eine Multiplayer-Map. Hier scheint er nicht zu sein. Gehen wir mal darüber. Die ausschalten, ey. Gebäude gesichert. Sputnik ist hier nicht. Ah, dann ist er da hinten. Da haben sie mich erwischt. Oh, ganz schön viele Leute hier, ey. Sputnik ist hier nicht. Geh weiter zum nächsten Gebäude. Ja, da drüben war ich doch, aber ich weiß nicht, richtig geguckt. Alter. Yeah.
hier einen Schaden. Ich suche dich hier! Bring Leute in meine Party zum Granada! Bitte gehst Granada! Doch zurück im Sand. Ah. War doch beim ersten schon recht. Alter. Oder wir sind so weit weg. Erstmal hier reingesprungen. Noch jemand? Ich höre es verlaufen. Und dann? Ende. Ich hab Rotnek. Wir brauchen eine Abschussbestätigung. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir es Ihnen beim nächsten Mal auch aufmalen. Gute Arbeit. Evakuierungsheli ist unterwegs. Markier deinen Standort mit Rauch. Evakuierungsheli anfordern. Wirf an einen beliebigen Ort Rauch, um die Evakuierungsheli zur Landung zu rufen. Wähle dabei unbedingt eine Stelle, an der du dich verteidigen kannst. Ja. Das sieht so eigentlich ganz gut aus, oder? Ein paar Minuten. Hallo, bin auf dem Weg. Hallo. Mason, Luftunterstützung ist in Bereitschaft. Die Russen kommen. Verstanden. Das wird schmerzhaft.
Schön AC, ja. Na, was hält denn noch aus? Krasse Mission. Und eine Trophäe. Kann auch schon mal gleich sagen, morgen geht's dann weiter auf Twitch mit dem nächsten Stream. Dieses Mal Spider-Man, das neue. Aber ich werde das Spiel jetzt noch beenden und dann war's das für heute. Mit Stream. Und morgen dann, so wie heute ungefähr um die Zeit, Spider-Man. Ja. Und waren jetzt meine richtig hier, die drei? Nee, wa? Oh, wahrscheinlich nicht. Egal. So, dann denke ich mal, kommt jetzt das Finale. Die Beweise müssen wir alle haben. Ja, dann let's go. Du stehst kurz davor, Perseus auf Kuba zur Strecke zu bringen und wirst keinen Zugriff mehr auf die Weißtafel haben. Ja, let's go. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dort hingebracht. Cora, ich hab's mir geholt. Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Dann auf zur letzten Mission. Endstation. 30 Meilen südlich von Havanna, Kuba. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. An alle Teams, wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Große Finale. Nach dir, Bell. Wie ein beschissenes Gurken. Alle Teams, aussterben! Zum Haupttor vorrücken! Oh, jemand! MG
beide daneben geschossen. Noch jemand? Mein Gott. Irgendwo ein Netz, ey. Na komm, schieß. Mein Gott. Soll ich das Ding mitnehmen? Brauche Deckung! Park für dein Team rechts herum. Verstanden. Was ist denn mit Park? Was haben die armen Bastarde getan? Ihren Job erledigt. Was für eine Scheißbelohnung. Sie haben Überwachungskameras. Wir könnten damit die Atombombe finden. Scharfsinnig wie immer, Park. Plötzlich so leise. Kontakt! So leise ist es auch nicht. Alle noch da? Minenfeld. Bell, such nach Mine. Sogar einfach meinen Weg zu. Da war eine Mine. Einmal sterben im Finale ist noch. Jeden Werfer ausgeschaltet. Ende.
Fahr mich da noch nicht hoch. Aushält, ey. Finde die Atomwaffe mit Hilfe der Videoüberwachung. Da laufen sie Daten rum. Mason, du hast einen hinter der Theke übersehen. Danke, Park. Weiter suchen. Da. Stopp. Adler, wir sehen die Atombombe und. Heilige Scheiße! Jemand tötet die Wissenschaftler! Erster Stock, Raum 27B. So eine Kamera? Nee. Erster Stock, mittlerer Raum. Nach oben, Bewegung. Wir sehen uns dort, Park. Plump, aber wirkungsvoll. Kannst deine Augen nicht von mir wenden, was, Park? Bell, setz das C4 ein. Wir rücken in den ersten Stock vor. Wir sind festgenagelt. Wir kommen nach. Zu ruhig. Ah, schon tot? Okay. Bitte! Sie erschießen uns! Ich rücke vor! Nein! Bleib mit! Muss nachladen! Bitte! Nein. Als ob das kein Headshot gewesen wäre. Alter. Ah, ich sehe nach. Ganz getroffen. Ich seh nicht mehr da. Bell, such den Raum ab. Ach doch. Hastings, reden Sie. Perseus war hier. Hat geschossen. Ist entkommen. Perseus würde seine Bombe nie zurücklassen. Er hat uns gezwungen, die Zündungskurse zu rekonstruieren. Er hat zum vollen Zugriff auf Greenlight. Was? Perseus kann also mehrere Atombomben in ganz Europa zünden? Es tut mir leid. Hastings, bleiben Sie wach. Wie viele Greenlight-Bomben kann Perseus mit diesen Codes zünden? Er kann sie zünden. Allesamt. Er wird halb Europa auslöschen. Und es den USA anhängen. Wir müssen dieses Arschloch Perseus finden.
Zeit zu gehen, nicht? Kontakt! Da kommt ein Heli! Das muss Perseus sein! An alle Teams! Rauf aufs Dach! Bewegung! Bewegung! Händler! Massenweise Verstärkung greift diese Anlage ein! Was darf ich mal hier? Das tut mir hier so krass. Das war frech. Mensch, an alle Teams, raus auf doch nicht. Bewegung, Bewegung! Edler, massenweise Verstärkung. Ich drücke vor. Ja, komm, wir gehen mal weiter. Scheiße, die Klemme. Gesichert, aus dem Weg! Edler, ich habe ein VIP gesichtet. Südliches Dach, vielleicht Perseus. Er steigt in einen Heli. Ey, die müssen aber auch immer in den Weg laufen, oder? Das machen die echt gerne. Scheiße! Der Heli ist entkommen! Vergiss Perseus, wir haben größere Probleme! Wir stecken hier fest! Wartet nicht auf uns! Nehmt den Skyhook! Kontakt bestätigen! Bestätigt, Bodenteam! Haben Sichtkontakt! Zieht das Geschirr fest! Verschränkt die Arme und den Rücken gegen den Wind! Ankunft in 2 Minuten! Hab ich gesehen. Kontrollierte Salvenlaser. Wir haben kaum noch Munition. Alles hier liegt genug rum. Weißt du was, Lazar? Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für diesen. Kein falsches Versprechen, Park. Aber nicht diese Pferdeküste, die du hier nimmst. Ich will einen richtigen Drink. Bereithalten. Sie kommen. Und Granatwerfer, da okay. Hier geht die Munition aus. Probe das Flugzeug. Konzentrier dich, Digga. Ich sag dir was. Wenn wir hier raus sind, geht die Flugzeug. Also dafür lohnt es sich zu kämpfen. Team hier Skyhook. Eure Zone blüht wie die Hölle. Können wir helfen? Bestätigt. Hilfe ist unterwegs. Und der AC. Bestätigt. Wir räumen jetzt das Dach. Guter Treffer. Guter Treffer. Gute Wirkung. Volltreffer. Bodenteam, unser Treibstoff reicht nur noch für einen Überflug. Bereithalten für Evakuierung. Keine weiteren Chancen. Verstanden, Skyhook. Ich sehe das Flugzeug. Park, wir müssen uns in das Seil einhängen. Jetzt! Wir machen das nacheinander. Val, kling dich ein. Wir geben Deckung. Los! Na, was? Komm mal. Hallo? Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ja. Okay, Stress. In Deckung! Scheiße. Meine Beine! In T-minus 10. Komme nicht! Ans Geschirr! 7, 6, beweg dein Arschbär! Wir haben keine Zeit mehr! 3, 2, 1. Hier musste man sich wohl entscheiden, wen man rettet. Eine Stunde später. Nun, das war ein verdammtes Fiasko.
Man muss mit den Infos arbeiten, die da sind, nicht mit denen, die man gerne hätte. Wir haben da unten die Zeche gezahlt. War's Pels Schuld? Keine Ahnung, wessen Schuld es ist. Ich weiß nur, dass Perseus nicht eine einzige scheiß Atombombe hat, sondern Dutzende. Millionen Menschen werden sterben. Und man wird den USA die Schuld geben. Finden Sie raus, wo er das Aktivierungssignal senden will. Und wie sollen wir uns das aus dem Arsch ziehen? Bell müsste wissen, wo. Bell? Dieses verdammte Schulprojekt war ein Desaster. Schreiben Sie Adler noch nicht ab. Der Mann hat viele Asse im Ärmel. Horst wohl doch noch nicht die letzte Mission. Vier Unterschlupf. Komm schon, nur noch ein Stück. Sims, hol die Trage. Bell, ich glaube, ich schulde dir was. Ja. Wir verlieren noch viel mehr als Lazar, wenn wir unseren nächsten Zug nicht richtig durchführen. Du musst noch unbedingt für einen Einsatz durchhalten. Ich verlasse mich da auf dich, Bell. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Das warst du schon immer. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Injektionen ins Hirn könnten Krämpfe verursachen. Oder Schwindel. Okay. Verdammt. Durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Hey. Die Erinnerungen sollten sofort einsetzen. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt. Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. Oder vielleicht war es eine andere Waffe. Ja. Finde den Bunker. Warte.
übrigen wird Kong flohen zu den Bäumen. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Da wird dann wohl Perseus da sein. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Wenn ich den linken jetzt gehe? Ich geh mal links. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zu langsam. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Na gut. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Kommst du wirklich vor wie Rambo hier? Ich mal hier lang. Zum Maschinengewehr mit der Bogen auch alles regelt. Als ob. Könnt ihr euch mal entscheiden, wo ihr hinläuft? Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus. Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Okay, bereit. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Hä? Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Quatsch.
Headshot. Boah, ey. Ja, so laut war das jetzt nicht. Mein Gott, sind das viele. Fertig. Das alles nochmal machen. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Alter, was machen die mit dem Kerl? Pistole gegen Scharfschütze. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf. Der Bunker war irgendwo auf der anderen Seite. Ja, das war wahr. An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Wir brauchen sofort Helikopterunterstützung! Roger, Demi ist unterwegs. Ankunft ist bei Das wird ja wohl hoffentlich hier, oder? Ja, das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Aha, was war das erste Mal denn? Das könnte ein Anzeichen für einen weiteren fokalen Anfall sein. Was ist das für ein Psychotrip, ey? Ach so. Alles leicht zu verstehen. Halt, da war's schon. Ach, war klar.
Und nochmal. Nein, nicht aufhören, Bell. Fuck. Fuck. Gib mir das Rückführungsszenario, Handbuch. Hier ist es. Bell, wir haben eine Mission. Alle gut Dinge frei. Wartest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Nochmal seit dem dritten Mal. Und wo gehen wir jetzt lang? Durch die Ruine. Wait, what? Aha. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt dem zum Wasserfall zu deiner Rechten. Okay. Dass ich keiner Wiss habe. Alter, das ist eine M16. So hält sich die aus. Berichten zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite. Der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Hier ist was los. Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Napalm zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Mhm. Geh nachsehen, Bell! Aber Napalm ist eigentlich nicht so geil, da durchzulaufen. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! What? Alter, was ist das für ein Psychotrip? Park, gib Bell noch eine Spritze. Das könnte tödlich sein. Sofort! Herzfrequenz ist bereits... Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Ah, bringt noch um. Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Erstmal spielen.
So, Quatsch. So ein Quatsch. Also, was er hier gemacht hat. Hör auf, meine Zeit mit diesem Flur zu vergeuden. Ich renne aber gerade so schön. Ich hätte noch mehr Uhren. Kehr um, Bell. Achso, sag das doch. Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Vergiss das Scheißlabor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Genossen, die USA und ihre Verbündeten. Verzögerung habe ich. Perseus. Wir kennen uns seit Jahren. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Hier war meine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Thomas, wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Oh, lassen wir mal gut. Oh. Da waren wir schon. Ja. Dreimal. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Ey, das ist genau vor uns. Geh jetzt in den Bunker. USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Also Solovetsky ist das Ende wohl. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft.
Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Du musstest zum sowjetischen Bunker. Zum sowjetischen Bunker. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Ja. Mhm. Okay, krass. Na. Er kommt zu sich. Geht's dir jetzt zum Bell, Thema, oder? Keine Spielchen mehr. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Oh. Bullshit. Bullshit ist alles, was von deinem Leben bleibt, wenn du nicht auspackst. Sag uns, wo Perseus ist. Was habt ihr mit mir gemacht? Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell. Du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Wie jetzt? Ist das der, auf den der Typ geschossen hat? Hammer. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Komm auf. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Krasse Wendung. Du lügst, ihr habt mir diesen Mist in den Kopf eingepflanzt. Ich glaube dir, ich werde helfen, so gut ich kann. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Ich glaub dir mal. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Sims und ich wollten, dass du CIA bist. Du hast dich weniger gewehrt, als wir dachten. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Krasse Enthüllung. Ich war nie wirklich in Vietnam. Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Was hättet ihr davon, mir eine andere Identität zu verpassen? Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Was habe ich euch erzählt? Genug, um uns hierher zu bringen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission.
Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt. Bell, im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solowetzki. Solowetzki. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Sicherer Entfernung in Solowetzki. Oh. Solowetzki. Bleib mal bei der Wahrheit, komm. Solowetzki. Sims, hol mir Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon. Du gehörst zu uns. Also für mich werde ich später nochmal eine andere nehmen. Andere Antwortmöglichkeit. Perseus. Die CIA-Analytiker halten ihn für die bisher größte Bedrohung der freien Welt. Sie haben eine wichtige Aufgabe. Unsere Art zu leben vor großem Unheil zu bewahren. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. In nur wenigen Stunden kann Perseus Atombomben in allen Großstädten Europas zünden. Wir werden tun, was nötig ist. Manche von uns werden Grenzen überschreiten, damit es diese Grenzen morgen noch gibt. Niemand wird uns Helden oder Schurken nennen. Niemand wird uns kennen. Und ich? Ich jage dieses Gespenst schon seit 13 Jahren. Das endet jetzt. Der letzte Countdown. Komm rechts von euch! Belikov hat mit der sowjetischen Ausrüstung aufgehalten! Das lasse ich mir nicht entgehen! Die Scheißkerle zahlen für den Mord an Lazar! Noch 2 Kilometer bis Solowetzki. An alle Einheiten, EMP unterwegs. Starfish im Anflug. 400 Knoten. Wenn das Baby einschlägt, haben wir maximal 12 Minuten, bevor die Funktürme wieder online sind. Wir müssen die Luftabwehr ausschalten, damit unsere Vögel freie Bahn haben. Nehmen wir Perseus aus dem Funkverkehr. Danke, meine Füllungen fallen gleich auf. Oh. Feinde! Jede Menge Feinde! Oh. So, auf zum letzten Gefecht. Luftabwehrgeschütz voraus. Vorsicht, Raketenwerfer. Schade, kein Sniper.
Kann man hier von rechts fahren, Alter? Ja, ja. Wow. Nächste Luftabwehr geschützt. Macy hier! Mason, kurz! Schaltet alle Luftabwehrgeschütze im Westen aus! Verstanden, Adler! Adler, hier ist Hudson. Sind die Luftabwehrgeschütze ausgeschaltet? Wir müssen die Bomber starten! Ein Luftabwehrgeschütz ist erledigt! Das reicht nicht! Ich kann nicht riskieren, zu früh anzugreifen! Wir kriegen nur eine Chance! Glaubst du etwa, ich wüsste das nicht? Sei bereit zu starten, sobald ich es dir sage, Hudson! Natürlich wieder ein Juggernaut. Weg mit dir. Hey. Mach doch mal keinen Stress. Bin ja schon unterwegs. Bill, schalte das MG aus. Bombenangriff steht bevor. Bill, die Bomber werden jeden Moment hier sein. Granate! Koordinaten bestätigt. Keine Zeit mit euch zu spielen. Wir müssen weg, sofort. War knapp. Ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Geschafft, Mr. President. Sie haben die Atombomben aufgehalten. Gott sei Dank. Und der CIA? Haben Sie Perseus? Nein, Sir. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Und die russische Reaktion? Noch nichts. Wir sehen Anzeichen von Verwirrung. Möglicherweise war es keine offizielle Operation. Perseus hat vielleicht nicht auf Befehl von Moskau gehandelt. Ich werd verrückt. Vielleicht haben wir ja doch etwas gemeinsam. Hä? Wir haben ihn gestoppt. Die Türme sind Geschichte. Okay. Wie sieht es bei euch aus? Komm! Woods, habt ihr sie gefunden? Hier drüben. Hilf mir mal. Nimm meine Hand, Bert. Wir haben es.
es geschafft. Dies ist eine Nachricht an Perseus und alle, die nach ihm kommen. Wir halten nicht einfach still und hoffen auf das Beste. Wir schaffen das Unmögliche. So gewinnt man Kriege, Bell. Ach, schade, ich glaube, wir schnappen uns den hier noch. Gibt es was Neues über Kasim Chabadi? Ja, seit seinem Tod und dem von Arash Kadivar ist ihr Terrornetzwerk zusammengebrochen, da die Überlebenden sich nicht einig waren. Weil sie keine klare Führung haben, haben sich die Russen offenbar von ihnen gelöst und wollen alle Spuren verwischen. Vor ungefähr 72 Stunden brannte das Hauptlager der Kämpfer nieder. Es ist nur noch Asche. Die wenigen, die überlebt haben, scheinen sich getrennt zu haben und sind untergetaucht. Was ist mit Anton Volkov? Volkov ist seit seiner Gefangennahme eine wichtige Informationsquelle. Nach seinem Verhör etablierte der MI6 in Windeseile einige Abhörposten in Ost-Berlin. Sie haben schon Nachrichten des KGB an Agenten in der ganzen Stadt abgefangen. Der eiserne Vorhang kriegt Löcher. Wie lief die Aufräumaktion in Havanna? Wir konnten Agent Azulais Leiche aus der Anlage in Kuba bergen. Präsident Reagan hat persönlich seine Familie kontaktiert und der Sarg ist unterwegs nach Tel Aviv. Wie Sie wissen, ist Helen Park nach London zurückgekehrt. Dort wird sie sich weiter von ihren Verletzungen erholen. Danach will der MI6 ihr einen Einsatztrupp unterstellen, um Perseus aufzuspüren. Was ist mit dem Rest des Teams? Sie sind aus Solowetski weg, bevor die Sowjets Kräfte zur Untersuchung schicken konnten. Nach einer kurzen Erholung geht's wieder an die Arbeit. Wir haben vielleicht Perseus aufgehalten, aber seine Ratten nisten noch überall um uns herum. Und das verdanken wir einem unserer eigenen Leute. Nun, wir haben Eldritch erwischt, diesen verdammten Hurensohn. Perseus Netzwerk ist aber noch intakt und sie werden sich neu aufbauen. Was ist mit Europa? Ja, wir haben nicht nur einen Atomschlag verhindert, wir konnten auch Major Vadim Rutnik ausschalten. Das sollte ein schwerer Schlag gegen das Netzwerk von Perseus in Europa sein. Wir konnten auch einen von Rutniks wichtigsten Leuten das Klo runterspülen. Das sind noch ein paar, aber irgendwann landen auch die in der Kanalisation. Definitiv geil. Tja, Sie sind ein echter Wortakrobat, Hudson. Wobei die letzte Mission, vorletzte Mission merkwürdig war. Dieser Psychotrip. Arktische Luft. Mach den Kopf frei, was? Bell, du hast zwei außergewöhnliche Opfer gebracht, um Perseus zu stoppen. Eines davon ohne dein Wissen. Das andere war deine eigene Entscheidung. Richtig. Du sollst wissen, diese kleine Sache zwischen dir und mir. Sie war zum Wohl der Menschheit. Du bist gottverdammt heldenhaft. Helden müssen Opfer bringen. Und wenn ich dich um noch eines bitte, dann verstehst du hoffentlich. Es war nie persönlich. Oder was? WTF? Tja, das war die Kampagne von Call of Duty Black Ops Cold War. Gibt's immer schön zwei Trophäen. Ja, was soll man sagen? Kampagne hat mir Spaß gemacht. Diese Psychos-Mission fand ich jetzt nicht so toll, die hätten sie sich sparen können. Ja, kurz ist er. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 4,5 Stunden und dabei habe ich schon 2 Missionen doppelt gemacht. Also, die ist echt nicht lang. Ja. Das soll es gewesen sein mit Call of Duty Black Ops Cold War.
Morgen mache ich einen Stream zu dem neuen Spider-Man hier auf Twitch. Und wir sehen uns dann morgen, hoffe ich doch. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Die Credits bleiben laufen. Haut rein.